meine Damen und Herren, was will eigentlich dieses Gebilde EMS? Und dazu müssen Sie sich ganz konkret und ohne große Theorien eigentlich nur zwei Dinge klar machen. In allen Ländern der Südhälfte der Eurozone, von Griechenland, Portugal, Spanien, dem Süden Italiens, herrschen Produktivitätsverhältnisse wie in der dritten Welt. Das sind Länder, deren Produktivität volkswirtschaftlich, aber auch einzelwirtschaftlich zum Teil weit unter dem der Schwellenländer und der BRIC-Staaten liegt. Aber während die dritte Welt das weiß, verlangen jetzt unsere unterentwickelten Länder einen Lebensstandard wie bei uns. Und diese Diskrepanz, Produktivität wie in der dritten Welt und Lebensstandard wie in Deutschland, diese ungeheure Differenz, die soll der EMS schließen. Meine Damen und Herren, das kann er gar nicht. Das kann er gar nicht, denn Produktivität muss jede Volkswirtschaft sich selbst erarbeiten. Das ist seit Tausenden von Jahren, seit der Steinzeit so. Aber dieser EMS, der dieses ganz und gar unsinnige, unmögliche und kontraproduktive Ziel hat, der hat eine fatale Eigenschaft, nämlich dass er Unsummen ehrlich ersparten Kapitals in die schwarzen Löcher dieser Staaten leitet. Das ist ungeheuerlich. Das ist aus zwei Gründen ungeheuerlich. Diese ehrlich ersparten Gelder, dieses reale Kapital unserer Volkswirtschaft, unserer Sparer, das fehlt uns bei der Weiterentwicklung unserer Volkswirtschaft, bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze, bei der Finanzierung unserer Bildungsinvestitionen, bei dem Ausbau unseres Sozialstaats. Geld, was in Griechenland ausgegeben wird, kann nicht bei uns ausgegeben werden. Wird es ja auch nicht. Und wir, die wir schon durch unsinnige Regierungspolitik selber am Rande einer zu großen Staatsverschuldung stehen, würden uns jetzt durch die unsinnigen Beschlüsse von gestern noch verstärkt. Wir muten uns zu, nun auch noch die Schulden der Griechen, der Portugiesen und der anderen mitzufinanzieren. Und in einem weiteren Punkt ist jetzt endlich die Katze aus dem Sack. Bisher hieß es ja immer, die armen Menschen da in Griechenland und so, denen muss aus Solidarität geholfen werden. Aber gestern hat unsere Kanzlerin einen Wechsel unterschrieben, die Hand möge ihr verdorren, der dafür sorgt, dass dieses Geld ja gar nicht bei den Menschen ankommt, sondern bei den Banken, die dieses Unheil angerichtet haben, bei den Verursachern der Krise. Also wenn Sie mir vor 3-4 Tagen gesagt hätten, unsere Kanzlerin ist dazu fähig, hätte ich glatt gesagt, na, so blöd kann sie gar nicht sein, so verantwortungslos. Das geht gar nicht, aber es geschieht. Ja, und wohin wird das führen? Alle Gelder, die jetzt in die schwarzen Budgetlöcher über den ESM fließen, vernichten unsere Zukunft. Vernichten aber nicht nur die deutsche Zukunft, sondern die Zukunft Europas. Hier wird ein Verarmungsprozess eingeleitet, der ungeheuerlich ist. Und Sie müssen sich mal den geradezu monströsen Aufwand ausrechnen. Dieses EMS-Gebilde ist ja so eine Art Superbank. Hier sitzt jemand, Herr Philipp, der mit mir zusammen mal ausgerechnet hat, was das eigentlich bedeutet. Der tritt jetzt an mit grob gerechnet dem 140-fachen Eigenkapital der Europäischen Zentralbank, dem 70-fachen Eigenkapital der Deutschen Bundesbank und immer noch dem 50-fachen der größten deutschen europäischen Privatbank, nämlich der Deutschen Bank. Und was er damit erreichen will, auch das steht nicht im Vertrag, aber Ökonomen können Ihnen das verbindlich voraussagen, ist die völlige Leerfegung, die Räumung des europäischen Kapitalmarkts. Der europäische Kapitalmarkt wird gewissermaßen durch dieses Monstrum bürokratisiert und institutionalisiert verwandelt in die Kapitalströme des EMS. Es ist der Verlust, der totalen Verlust der Marktwirtschaft in diesem Bereich. Das muss man sich mal klar machen.
Denn dieser Fonds wird subventionierte Kredite geben und wird früher oder später vor der Situation stehen, das bescheinige ich ihm schon heute, dass er schon in wenigen Wochen und Monaten zu diesen Zinssätzen, zu denen er diese Länder saniert, selber kein Geld bekommt. Denn da er sich ja ständig mit uneinbringbaren Forderungen, ich könnte auch sagen mit faulen Forderungen, vollsaugt, wird ihm kein Investor Geld geben. Ich jedenfalls werde keine solche Anleihe zeichnen. Und ich rate Ihnen, das auch so zu halten. Und das ist keine Theorie, das sehen wir schon jetzt beim Vorgänger, beim ESFS. Dieses etwas kleinere Monstrum, das durch das größere abgelöst werden soll, das hat es nach meinem Wissensstand, und ich habe mir listigerweise mich mal da als Selbstkapitalanleger eingeschrieben, um also die Prospekte zu studieren, hat selber noch in keinem einzigen Fall Geld in den Laufzeiten gekriegt, die es selber rausgibt. Was sich hier also aufbaut, ist ein geradezu ungeheuerlicher Lehman Brothers-Effekt. Hier werden die langfristigen Subventionshilfen an diese Schrottländer und ihre Schrottbanken werden aus kurzfristigem Geld finanziert, das immer nachfinanziert und nachgeschossen werden muss. Und man muss kein Sachkenner sein, um zu verstehen, eines Tages ist Schluss damit. Erst wird das Geld teurer und dann hört es ganz auf. Und dann stehen wir mit diesem EMFS vor der Situation, dass er auch noch saniert werden muss. Zusätzlich zu diesen Ländern und ihren Banken. Und das ist dann wohl das Ende. Und das Ganze wird garniert mit einer geradezu, ich würde schon sagen, nicht nur volksverdummenden, sondern einer, dass man unterstellt, dass wir so dumm sind, mit einer Beweisführung, alles andere wäre teurer. Die Fortführung, meine Damen und Herren, die Fortführung jeder Unsinnsgeschichte ist immer teurer als ihre Beendigung. Je früher wir aus diesem Unfug, aus diesem Unsinnssystem aussteigen, desto besser kommen wir mit einem blauen Auge davon, statt mit zweien oder noch mit viel schlimmeren Blessuren. Und das alles wird uns als amtliche nicht nur Regierungsmeinung, sondern auch noch mit Pseudo-Argumenten von Politikern serviert, von denen ich mich frage, sind sie so dumm oder sind sie so zynisch? Sind sie so zynisch? Die müssen das doch merken. Und deswegen bin ich froh, dass Sie unseren gemeinsamen Lieblingsökonomen zitiert haben. Das Einzige, was uns jetzt noch wirklich hilft, wenn es das Verfassungsgericht nicht tut, das ist sind die ökonomischen Gesetze. Denn ich verwette meinen Ruf, dass von diesen Papieren, die diese Rettungsfonds auf den Markt schmeißen, ein vernünftiger Mensch wird keine kaufen. Das bricht früher oder später zu. Und ich rate Ihnen auch, lassen Sie um Gottes Willen die Finger von sowas. Nur die Konsequenz ist natürlich, dass dann, wenn das Geld nicht über die Märkte einzutreiben ist, dann rollt die Lawine auf unsere Staatshaushalte zu. Allein 620 Milliarden sind garantiert aus dem jetzigen Fonds. Der jetzige Fonds kann gar nicht reichen, obwohl er gigantisch ist. Obwohl es klar ist, dass die 700 Milliarden Eigenkapital, die er hat, und die 500 Milliarden, die er sich als Anfangsausleihvolumen gestellt hat, die Kleinigkeit von 1,2 Billionen ergeben. Meine Damen und Herren, das ist am Kapitalmarkt nicht mal am globalen nicht darstellbar. Also ist es ganz klar, dass hier auf die Haushalte ein Tsunami zurollt. Ein Tsunami der Garantieeinlösung. Und das sind nicht nur die 620 Milliarden, die man jetzt einplant. Das hat ja Karl Albrecht Schachner da klar gesagt. Der Vertrag ist ja betrügerisch angelegt. Und der wirkliche Betrug, der liegt in dem Widerspruch der Eingangs- und der späteren Kapitel. Am Anfang heißt es irgendwo in Artikel 8, jeder Staat haftet nur für seinen Anteil. Aber wenn Sie dann weiterlesen, lesen Sie plötzlich, dass wenn Staaten ausfallen, die Ausfallquoten auf die noch
vorhandenen gesunden Einzahler umgelegt werden. Ein Kollege von mir, Professor Ramp, hat gerade vor 2-3 Tagen, wir waren zusammen im Hering in Wien, den österreichischen Freunden vorgerechnet, dass die ihre vergleichsweise bescheidene Summe von 20 oder 21 Milliarden bei dieser Rechnung sich bis zu 380 Milliarden aufaddiert. Und wir können zu diesen 380 Milliarden für Österreich gut und gerne das 10- bis 12-fache für uns einplanen. Und das ist noch nicht mal das Ende, denn wenn dann das auch nicht reicht, dann geht das weiter. Und warum kann es gar nicht reichen? Meine Damen und Herren, es geht, das ist ja schon schlimm genug, nicht um die 8 bis 10 Billionen Geld, was diese Staaten an Schulden aufgehäuft haben. Und der größere Teil, auch das hat die amtliche Propaganda ja immer übersehen, ist ja gar nicht mal der Staatshaushalt, sondern es sind die Privatschulden der Banken. Der ist ja viel größer. Aber niemand hat gefragt, was ist eigentlich mit den 8 bis 10 Billionen geschehen? Eigentlich müssten diese Länder bei einem solchen Entwicklungshilfe doch aufgeschlossen haben zu uns. Aber die Antwort ist, das Geld ist verwirtschaftet worden. Fehlinvestition auf Fehlinvestition, Staatsluxus. Jede Menge. Aber nun kommt zu diesen bekannten Summen die Summe X der dortigen Geldabhebung, der Kapitalflucht. Tagtäglich werden in Griechenland, Spanien, Portugal und Italien unglaubliche Summen, die weit im Tagesdurchschnitt über 100 Milliarden täglich liegen, abgehoben. Und wohin geht das Geld? Verängstigte Bürger suchen Schlupflöcher im Gold, im Betongold, in fremden Währungen. Und all diese Summen, meine Damen und Herren, die aus guten Gründen individuelle Sparer für sich retten wollen, die gehen unseren Volkswirtschaften verloren. Sie fehlen. Also, wenn man einen Untergangsmechanismus, sozusagen den geplanten Untergang des Abendlandes, hätte erfinden wollen, der bekannte Autor aus den 20er Jahren, der war leider kein Ökonom, nicht? Es gab ja dieses Buch, nicht der Untergang des Abendlandes, von einem Historiker. Er hätte den EMS erfinden müssen. Meine Damen und Herren, der sorgt dafür. Und beten Sie, dass es uns gelingt, in unserer Klagenschrift diese Perspektive, diese Nicht-Perspektive, unseren Verfassungsrichter klarzumachen.